Ja, gut, also wie gesagt, ich hatte eben überlegt, nachdem ich in Cannes eingeladen war mit dem Kurzfilm, was mache ich? Und hab dann eine Schauspielerin gefragt, ob sie in Cannes mich spielen will und vor Ort wirklich alle Interviews macht für mich, alle Termine wahrnimmt, auch für mich auf die Bühne geht und eigentlich sich mit einem Film präsentiert, den sie selbst ja gar nicht gemacht hat, aber alle Leute denken, sie wäre ich. Und ich habe dann eben noch einen Matthias ins Boot geholt, der den zweiten Hauptdarsteller spielt, den Produzenten, der eben Isabelle, also der Regisseurin, gehörig auf den Sack geht, weil er halt immer alles anders will als sie, was oft so ist bei Produktion und Regie, würde ich mal behaupten, dass sie wie Katz und Hund versuchen, ein Ziel zu verfolgen. Und ja, und dann waren wir halt in Cannes und ich habe so getan, als ob ich eine Dokumentarregisseurin bin und Anne hat mich gespielt, Matthias hat David Wendland gespielt. Und haben dann eben in den 5 Tagen alles mitgenommen, was uns in Cannes begegnet ist, aus der Perspektive der Figuren halt heraus. Egres Mujer is a super director. Cannes war nicht nur die Location, sondern auch das Drehbuch, also mitunter das Drehbuch, denn die ganzen Termine, die wir vor Ort hatten, die wir wahrnehmen mussten in unseren Figuren David und Isabelle Schuber, die haben einfach für Stoff gesorgt und für Spielpartner. Und das war natürlich recht praktisch, gerade in diesem Zeitdruck, dass wir wussten, wir haben nur 5 Tage Zeit, denn 5 Tage dauerte dieses Festival, 5 Tage waren wir da. So konnten wir nur diese Locations und diese Meetings und diese Leute und alles, was vor Ort war, die Situation nutzen. Genau, dann haben wir eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Da haben wir dann insgesamt innerhalb von 2 Monaten 10.000 Euro gesammelt, fast 8.000, ja. 8.600 Euro. Das war eine großartige Erfahrung. Das hat sehr viel Spaß gemacht und hatten dann das Geld für die Postproduktion, also für Musik, für Tonleute, also Soundmenschen und für den Cutter und haben dann ungefähr insgesamt mit allem drum und dran 4 Monate geschnitten. Dann hat Matthias meistens die Postproduktion zusammengesucht, also Menschen, die uns die Filmuntertitel übersetzen, die uns die Farbkorrektur machen und so weiter. Das ganze Finishing, was ein Film braucht, das wird in sehr viele Ebenen, bis er dann wirklich auf diesem kleinen Band einlegbar ist. Und da haben wir dann auch noch mal, da haben wir dann lange gebraucht, noch mal ein halbes Jahr insgesamt, weil es einfach schwer ist, ohne Geld immer wieder Partner zu finden, die einen dann unterstützen. Ich glaube, dass der Titel erstmal die Leute wachrüttelt. Also bei allem, was so in die Kinos kommt, ist das tatsächlich ein Titel, wo die Leute sagen: Was? Was war das? Ach so, Männer zeigen Filme, Frauen die Brüste, habe ich schon mal gehört. Habe ich irgendwie schon mal gehört. Sogar die großen Produzenten, die haben schon mal davon gehört. Also wenn ich irgendwo hingehe und sage, damit habe ich zu tun, sagen die: Ah ja, habe ich schon mal gehört. Jetzt haben wir gerade den Verleih gefunden. Das heißt, der Film wird auch ins Kino kommen. Letztlich hatten wir die Zusage dessen von Verleih, den wir jetzt haben. Kann man das eigentlich schon sagen? Ja, ne? Missing Films haben wir jetzt im Boot. Die hatten schon vorher gesagt, dass sie uns toll finden und gerne mit uns arbeiten wollen. Und wir hatten dann noch 2, 3 andere Ideen, mit wem wir es machen könnten und Anfragen und haben uns einfach das Recht rausgenommen, weil es eben das erste Mal ist, einfach zu gucken, wie sind so Verhandlungen. Und das haben die auch mitgemacht, das fanden die auch in Ordnung und haben uns aber letztlich dann doch für die entschieden, weil die auch am meisten dafür brennen und das uns zu uns passt. Und genau, also das ist dann schon die Werbung, die Prestige, das Aufsehen, was es gemacht hat, die uns jetzt ermöglicht, den Film ins Kino zu bringen.